und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute den Ur-Boogie Nummer 2. Ur-Boogie deshalb, weil er aus 12 Takten besteht und aus nur 3 Akkorden, so wie ursprünglich der Boogie komponiert wurde. Fangen wir an! Ihr habt euch die Noten ausgedruckt und seht, in jeder Zeile stehen 4 Takte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es wird wiederholt und beim zweiten Mal gehen wir statt in den ersten Schluss in den zweiten Schluss und spielen das Ende. So wie es beim Boogie üblich ist, wird C-Dur 4 Takte lang gespielt, dann 2 Takte der F-Akkord und wieder 2 Takte C-Akkord. Dann den G-Akkord, den F-Akkord und wieder den C-Akkord. Diese 12 Takte nennt man eine Boogie oder auch eine Blues-Strophe. Beim zweiten Mal kann man entweder wieder in den ersten Schluss gehen und man wiederholt nochmal oder in unserem Fall in den zweiten Schluss und wir spielen das Ende. Los geht's! Ich habe euch im Vorspiel gezeigt, das sind swingende Achtel. Wir spielen jetzt zunächst die Achtel, so wie sie stehen, nämlich 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Die rechte Hand beginnt, der Daumen liegt auf dem E. Wir spielen E, G, C, E, G, C, E, G, C, E, G, C. Ich zähle jetzt mal die Achtel mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich klopfe auf das erste und auf das fünfte Achtel. Das sind die Stellen, wo nachher der Akkord gespielt wird. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich klopfe immer auf 1 und auf 5. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An der Stelle, wo ich jetzt gerade geklopft habe, spiele ich jetzt den C-Akkord. Die halbe Note entspricht 4 Achtel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit zwei Händen hören sich Takt 1 und 2 so an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spiele diese zwei Takte mindestens 5 bis 10 Mal. Wenn du diesen Rhythmus drin hast, ohne zu überlegen, dann spiel weiter, weil alle folgenden Takte haben den gleichen Rhythmus. Takt 3 und 4 sind genau identisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir kommen zu Takt 5, die zweite Zeile. Die rechte Hand spielt auch Töne des F-Akkords. F, A, C, F, A, C, F, A, C, F, A, C. Mit den Fingern 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Ich spiele in Takt 5 und 6 auch die linke Hand dazu. Da spiele ich den F-Akkord mit den drei Tönen F, A und C. Takt 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In Takt 7 und 8 gehe ich zurück zum C-Akkord und spiele das gleiche wie in Takt 1 und 2. Ich komme
wir zur dritten Zeile. Das ist Takt 9, 10, 11 und 12. Die rechte Hand spielt jetzt die Töne des G-Akkords. G, H, D. Und die linke Hand spielt dazu den G-Akkord in Grundstellung mit den Tönen G, H und D. Also Takt 9 und 10. 8. Und Takt 11 und 12 unter dem ersten Schluss. Jetzt wird es etwas anders. Die rechte Hand spielt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich spiele dazu in der linken Hand den C-Akkord. Nochmal C. Und jetzt F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Takt 12 hat einen etwas schwierigeren Rhythmus, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal mit der rechten Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die Akkorde in der linken Hand. F-Akkord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auf das fünfte Achtel spiele ich den C-Akkord. Nochmal Takt 11 und 12, alles unter der 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. An der Stelle wiederhole ich von vorne. Ich spare mir jetzt die Wiederholung und spiele gleich die letzten beiden Takte, die in der vierten Zeile stehen. Die rechte Hand hat auf die 1 eine Pause. Also 1, G, Fis, G, Lis, A, A, Is, H, C. Nochmal die zwei Takte. 1, erster Finger, dritter, erster, dritter, erster, dritter, zweiter Finger. Nochmal die zwei Takte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich spiele dazu in der linken Hand den G-Akkord auf die 1. 1, 2, 3, 4 und nochmal. Und jetzt C und E. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich spiele jetzt langsam den ganzen Boogie von vorne. Spielt mit oder lest mit. Thank you.
gelacht, wenn ihr so weit gekommen seid. Jetzt muss der Boogie noch swingen, nämlich aus. Wird jetzt ihr habt es gemerkt, ich spiele die Achtel nicht mehr gleichmäßig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sondern ich spiele lang, kurz, lang, kurz. Swingen bezieht sich immer auf die Achtelnoten, nicht auf die linke Hand, sondern swingend heißt, dass die Achtel nicht gleichmäßig gespielt werden, sondern ein Achtel lang und ein Achtel kürzer, als es eigentlich gehört. So dass aus 1 und 2 und 3 und 4 und wird 1 und 2 und 3 und 4 und. Und auf die Weise spielen wir jetzt Takt 1 und 2. Ich mache es euch einmal vor. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Vorsicht, am Ende von Takt 2. Lang, kurz, lang, kurz. Achtung, 1 und 2 und 3, 4. Das Achtel in der rechten Hand kommt kurz vor der halben Noten in der linken Hand. Spielt diese zwei Takte swingend. Na, zehnmal. Ich mach's noch einmal. Ihr spielt dann weiter swingend. Ich spiele jetzt noch den ersten Schluss. Ohne Swing geht das 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und swingend 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und ich spiele auch den zweiten Schluss swingend. Achtung, da steht auf die 1 links der Akkord und in der rechten Hand steht die Pause. Ist diese Pause ein langes Achtel oder ein kurzes Achtel? Richtig, es ist ein langes Achtel. 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. Nochmal auf dem langen Achtel spiele ich die linke Hand. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ich wünsche, meine kleine Spielhilfe nützt euch etwas und happy playing! Und bis zum nächsten Mal!